Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Diamant Edition, wie man sieht, das Spiel ist 2007 rausgekommen. Ich würde mal sagen, ich drücke Start und ich freue mich schon so auf Pokémon Diamant, das ist so ein geiles Spiel. Hallo du, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Eibe. Aber jeder nennt mich einfach nur Pokémon-Professor. Zunächst möchte ich dich etwas fragen. Ist dies dein erstes Abenteuer? Wenn du Hilfe brauchst, bist du bei mir an der absolut richtigen Adresse. Nee, ich brauche keine Infos mehr. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Hier habe ich einen Pokéball. Bitte berühre den Pokéball in der Mitte. Ja, dafür muss ich jetzt kurz mit der Maus rein. Wir Menschen leben mit den Pokémon ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken so das Band, das sie verbindet. Was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Aber warum erzählst du mir nicht ein bisschen über dich? Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ja, also ich bin Mädchen. Du bist also ein Mädchen. Jo, das bin ich. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja, also ich habe die ROM noch nicht getestet, muss ich sagen. Also ich habe keine Ahnung, ob die gut ist oder schlecht. Aber läuft schon mal ganz gut. Noemi ist mein Name. Du bist also Noemi? Ja. Sehr schön. Du bist also nur... Du hast gerade eben schon gefragt. Alzheimer. Das ist aber mal ein schöner Name. Und dieser junge Mann hier. Ich glaube, das ist dein Freund. Wie er wohl heißt. Ja. Den werden wir, wie im letzten Soul Silver, was leider abgebrochen ist, Paul nennen. Ich weiß nicht, wie ich auf Paul komme. Ups. Ich weiß nicht mehr, wo ich den Startknopf habe. Enter? Ja. Paul, sagst du? So heißt dein Freund oder so? Ja. Yep. Nun, Noemi, die Zeit ist gekommen. Du wirst nun Abenteuergeschichte schreiben. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen treffen. Und auf dem Weg durch die Welt wirst du viele interessante Dinge erleben. Aber du wirst auch viel über dich selbst erfahren. Da bin ich mir sicher. Genug geredet. Die Welt der Pokémon wartet. Das finde ich auch. Trotz angeschränkter Bemühungen ist es dem Team nicht gelungen, das seltene, eigentümliche, farbene, versehene Pokémon aufzuspielen. Das rote Gyarados ist bisher nicht vor dem entmutigten Team aufgetaucht. Und damit beenden wir unsere Berichterstattung über die Suche nach dem roten Gyarados. Ihr Jubelstart TV, wir sehen uns nächste Woche. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ja, und da sind wir, haben noch keine Turbo-Treter. Noemi liest die Informationen. Grundwissen über Pokémon. Menschen und Pokémon leben in dieser Welt Seite an Seite. Diejenigen, die mit Pokémon an Kämpfen teilnehmen, nennt man Pokémon-Trainer. Wow. Ich muss kurz hier was einstellen. Also, das ist sogar in Ordnung, dass es 2 ist. Kampfstil. Stereo. Belegung. Gut. Ich werde wahrscheinlich. Ich habe schon was Gutes gesehen. Ich werde das da nehmen. Also, ja, also die Textgeschwindigkeit finde ich gut, weil sonst klicke ich eh nur vorbei aus Versehen, weil ich es nicht gewohnt bin, das zu lesen. Noemi, Paul war vor kurzem hier und hat dich gesucht. Ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er sagte, es gäbe einen Notfall. Ja, der Junge und seine Probleme. Noemi, geh nicht ins hohe Gras. Wilde Pokémon könnten dich angreifen, wenn du durchs hohe Gras gehst.
Es wäre ja nicht so schlimm, wenn du ein eigenes Pokémon hättest. Aber ich habe keins. Kannst du einfach aussprechen. Und das ist Zweiblattdorf. Und hier sind auch so Fehler am Boden wie... Keine Ahnung, aber es ist halt einfach so. Bums. Was? Wie? Oh, hey, Noemi. Hey, ich gehe zum See. Und du auch. Und beeil dich. Also, Noemi, ich stelle dir 1 Million in Rechnung. Poco-Dollar, glaube ich, in Rechnung, wenn du zu spät bist. Ich habe dich vergessen. Ja, wollen wir mal hinterherlaufen, weil ich mir sicher bin, dass er nicht bald kommt. Ist die Mutter von dem? Ich spreche jetzt nicht alle an. Ich nehme besser auch meinen Beutel und mein Tagebuch mit. Oh hey, Noemi. Wir gehen zum See. Und ich warte auf der Straße auf dich. 10 Millionen Poké-Dollar Strafe, wenn du zu spät kommst. Ja, was die Uhrzeit? Zu spät heißt morgen, okay? Also habe ich noch genug Zeit. Aber was ich jetzt schon mal ganz am Anfang sagen will im ersten Part. Ich werde das Let's Play nicht so machen, dass ich ein super Team haben werde. Oder super gut sein werde. Oder dass man sich ein Beispiel an ihm sehen soll. Es macht mir einfach nur Spaß. Hey, du hast doch auch Nachrichten im Fernsehen gesehen, oder? Du weißt schon, Suche nach dem roten Gyarados. Das geheimnisvolle Auftauchen eines wütenden Pokémon in Amsi. Das hat mir doch zu denken gegeben. Ich wette, bei uns im See lebt bestimmt auch so ein Pokémon. Du weißt, was wir jetzt machen? Wir ziehen los und suchen das Pokémon, ist doch klar. Ja, also ich werde jetzt nicht das Mega-Team machen. Ich werde als Anfangs-Pokémon... Ich muss sagen, das war, als ich... Ich habe Pokémon Perl, war mein erstes Pokémon-Spiel. Ja, ich bin noch nicht so alt. Ha, auf zum See. Holen wir uns ein rotes Gyarados. Das habe ich aber auch so ziemlich... 2007 habe ich das, glaube ich, dann auch schon bekommen. Ich weiß nicht mehr, das ist zu lange her. Das sind ja schon 6 Jahre. Professor, auch auf der anderen Seite gibt es nichts Außergewöhnliches. Ich muss mich wohl geirrt haben. Irgendwas scheint anders zu sein als zuvor, aber egal, immerhin haben wir den See gesehen. Lucius, wir gehen. Das ist doch mal ein Wort. Professor, Sie waren 4 Jahre lang fort. Wie gefällt es Ihnen, wieder in Sinnoh zu sein? Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen. In Sinnoh gibt es zahlreiche seltene Pokémon zu untersuchen. Das Land ist wie geschaffen für unsere Studien. Die haben die Tasche vergessen. Verzeihung. Dürfen wir mal durch? Sorry, Leute. Was wollte das denn, diese zwei? Hä? Na, Emi, sehen wir uns das mal an. Was meinst du? Nicht ins hohe Gras gehen? Was sonst? Kein Problem. Wir werden nicht lange genug im Gras bleiben, um wilde Pokémon anzulocken. Also ich muss sagen, ich werde das Pokémon nehmen, weil das war das erste Pokémon, was ich je hatte. Und das ist eine Tasche? Diese Leute haben sie hier vergessen. Und was sollen wir damit machen? Wir können sie ihnen zurückbringen. Aber wer waren die? Ich habe gehört, wie einer von dem Professor gesagt hat. Pokémon. Pokémon? Was ist... Oh, in der Tasche. 3 Pokébälle. Das sind die Statter. Sieh mal, da sind Pokémon. Wir nehmen und jeder einen und kämpfen. Und welches möchtest du dann? Also wir haben einmal Shellblatt. Shellask. Panflam. Oder Pinfla. Plinfa. Also ich werde eins nehmen, was mein allererstes Pokémon war, und das war Shellask. Ja, das werde ich jetzt nehmen. Ich hoffe, dass es ein Junge ist. Okay, die sind meistens eigentlich jung. Größtenteils. Oh, ein wildes starrer Lilly greift an. Los, Shellas. Okay. Ja, ist ein Junge. Tackle. Also jetzt einfach am Anfang gleich drauf tackeln. Und damit ist der erste Part auch schon bald vorbei. Also bleibt da nicht. Aber wir haben schon mal unser erstes Pokémon. Und unser erster Kampf gegen ein wildes Pokémon namens Starrer Lilly. Oh, ich habe dieses Spiel lange nicht mehr gespielt. Okay, ich habe es vorhin auf Nintendo gespielt, aber ich habe dieses Spiel lange nicht mehr gespielt. Und wie man sieht, wir haben schon ein Viertellevel. Boah.
Oh, dein Cellast war einfach spitze. Aber mein Panflam war viel besser. Natürlich hat das Feuer-Pokémon, wenn wir das Schwanz-Pokémon haben. Dabei gehören diese Pokémon nicht mal. Und aber wir mussten sie kämpfen lassen. Bestimmt haben die Leute nichts dagegen. Und wer kommt denn da? Uff. Habt ihr die Tasche gefunden? Der Professor wäre an die Decke gegangen, wenn er das wüsste. Was? Habt ihr die Pokémon eingesetzt? Mann, wie soll ich das nur dem Professor erklären? Diese Tasche gehört dem Professor, ich bringe sie ihm lieber. Erwischt. Was sollte das denn jetzt? Keine Ahnung, was da los ist. Mami, lass uns gehen. Mein Pokémon wurde bei dem Kampf verletzt. Wenn wir nochmal angegriffen werden, könnten wir Probleme bekommen. Nein, die sind nicht so stark wie wilden Pokémon am Anfang. Lass uns gehen. Wir müssen diese Pokémon zurückbringen. Sie gehören nicht uns. Aber trotzdem, ich würde zu gerne noch Zeit mit meinem Pokémon verbringen. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Okay. Hey, diese Leute da. Ah, die starren uns an. Lucius hat mir erzählt, dass ihr unsere Pokémon eingesetzt habt. Darf ich sie mal sehen, bitte? Cellast ist ein Panflam. Ah ja, so ist das also. Lucius, ich gehe zurück in mein Labor. Ja sicher, Professor, warten Sie. Ihr solltet uns unbedingt in unser Labor kommen. Man sieht sich. Was sollte das denn jetzt? Ich meine, wenn er sauer auf uns ist, warum schreit er uns nicht einfach an? Und wieso will er seine Pokémon nicht zurückhaben? Noemi, lass uns nach Hause gehen. Ja, warum will er die Pokémon nicht haben? Weiß ich auch nicht. Was gibt es, Schatz? Wow, das hast du alles erlebt? Bin ich froh, dass es dir und Paul gut geht. Der Professor, den du erwähnt hast, ist bestimmt Professor Alba aus Sandgem. Ich habe gehört, seine Studien zu den Pokémon sind berühmt. Aber er soll auch sehr einschüchternd sein. Noemi, ich denke, du solltest ihn in Sandgem besuchen. Du solltest ihm genau erklären, warum ihr gar keine andere Wahl hattet, als seinen Pokémon zu nehmen. Hab keine Angst. Ich bin sicher, er wird dich verstehen. Oh, ich habe hier noch was für euch. Dich. Hier, Noemi, zieh dir ein. Mami hält Turbo-Trete. Nach Sandgem zu gehen, ist also schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesen Turbo-Tretern kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Halte den B-Knopf gedrückt und renne schneller als je zuvor. Zieh deine Turbo-Treter an und gehe ganz neue Abenteuerwege. Na, das ist doch mehr als praktisch. Also jetzt können wir rennen und damit beende ich auch die Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.